Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute bin ich hier einmal auf dem Priester und zwar wollen wir ein paar Paragon-Kisten aufmachen. Ich habe ja mittlerweile auf ein paar mehr Chars ein paar Paragon-Kisten gesammelt, unter anderem hier auf dem Priest, denn ich brauche aus der Paragon-Kiste von den erleuchteten Mittlern einmal ein Inji-Item. Und ja, der Priester ist hier unter anderem Inji. Dementsprechend bin ich da unterwegs. Dann brauche ich noch für Inschriftenkundler eine ein Glyphenrezept aus der Vorratskiste der Sturmwacht. Und ja, weil ich nebenbei noch ein paar dankbare Gaben gefarmt habe, habe ich hier auch ein bisschen Ruf für die Vorräte der Veliak gekriegt. Da brauche ich noch eine Soulshape-Gestalt raus. Die will ich zwar eigentlich mit Main haben, aber wenn ich die Kiste nebenbei gekriegt habe, vielleicht kriegen wir es mit dem, dann haben wir es zumindest schon mal auf dem Account. Ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Kiste an. Einmal hier mit der erleuchteten Mittlerkiste und ich hoffe, ich kriege das Inji-Teil raus. Und dann schauen wir mal rein. Ist es das? Nice, das ist einfach das Inji-Teil. Ich bin so ein Lacker. Einfach aus der ersten Kiste rausgezogen. Sehr schön, sehr, sehr schön. Das ist gut. Perfekt, dass ich zwei Kisten von denen gefarmt habe. Gut, das können wir schon mal lernen. Jetzt müsste ich bei diesem komischen Portal eine Möglichkeit haben, mich auch hierher zu porten. Also mir ist es wurscht, ob ich mich hierher porten kann, wenn ich ehrlich bin. Um was es mir mehr geht, ist, dass ich halt für die Collection das Ding einmal gesammelt habe. So, jetzt können wir hier nämlich nochmal so eine Kiste rauslassen. Was kann da noch drin sein? Gut, es können auch zwei T-Mog-Sachen drin sein, die ich brauche. Das erleuchtete Forscherportal habe ich zwar jetzt eigentlich, da muss ich jetzt vielleicht nochmal abscannen. Gut, und den Plan, den habe ich glaube ich nur auf dem zweiten Account gekriegt. Ich würde sagen, die machen wir jetzt auch noch auf, die zweite Kiste. Okay, ich habe noch eine Axt gekriegt, das habe ich schon. Ich habe auch noch einen Rücken gekriegt, den ich noch nicht habe. Schön, den können wir lernen. Und was haben wir noch gekriegt? Moment, es war jetzt die Axt drin. Der Rücken vorher drin oder war der jetzt beim anderen drin? Ich glaube, ich habe einen Haufen Stuff jetzt gekriegt. Ne, den anderen Rücken habe ich vorher gekriegt. Okay, in dem anderen. Gut, zwei Essenzen haben wir gekriegt, ein paar Mats. Aber das war doch jetzt sehr erfolgreich. Ein Rücken und die Soul Shape, die habe ich zwar im Main schon, aber die können wir mit dem auch abgeben. Das bleibt sich gleich. Gut, das ist doch schon mal erfolgreich gewesen. Jetzt brauche ich aus der Kiste, jetzt gucken wir mal kurz beim Ruf rein. Aufgestiegenen. Achso, das ist jetzt alles ab. Ne, aufgestiegenen sind es nicht. Hier leuchtete, so rum. Jetzt brauche ich quasi noch einen Rücken. Dann brauche ich den Bauplan noch und gut, die Rochenseele, die habe ich ja jetzt gerade mit dem Priester gekriegt und die habe ich mit dem Main auch schon. Also das ist egal. Heißt, den Bauplan, den habe ich auf dem zweiten Account schon. Ich hätte den aber gerne hier auf dem Main-Account noch wegen der Quest, ne, dass das einfach im Older Things mit drin ist. Okay, also da sieht es schon mal sehr, sehr gut aus. Viel fehlt tatsächlich nicht mehr. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal noch in die anderen Kisten rein. Einmal hier Vorräte der Wilden Jagd. Habe ich da jetzt ernsthaft nur Gold gekriegt? Okay, naja, die sind auch nicht so wichtig. Und hier, jetzt müsst ihr mir die Daumen drücken, dass vielleicht die Glyphe oder das Rezept für die Glyphe drin ist. Nice, das Rezept ist drin. Also heute lacke ich ja mal richtig rein. Da kannst du ja gar nichts sagen. Kannst du echt nichts sagen. Das waren jetzt vier Kisten. Nice. Jetzt muss ich mit dem Priester keine Dailies mehr hier in Zeros Mortis machen. Ich muss keine Dailies mehr in Dingsterbumster machen. Hier in Sturmsangtale, wie das wieder Laden heißt. Und ja, eine Kiste ist jetzt noch, steht jetzt noch aus. Und zwar brauche ich zwei Rezepte für Inschriftenkunde. Und das zweite Inschriftenkunde-Rezept, was ich haben will, ist von einer Hordenfraktion. Deswegen gehen wir jetzt noch auf R da, und zwar hier auf den Centus. Das ist nämlich die Eidgebundenen und da muss man halt auch den Ruf auf F durch die Kauen, dann die Paragon-Kiste holen und da kann es drin sein. Es gab auch eine Glyphe von der 7. Legion. Da war es so, dass ich es beim First Try rausgekriegt habe aus der Paragon-Kiste. Ich habe jetzt mit dem hier tatsächlich richtig Ruf gefahren bei der 7. Legion. Zwar habe ich hier die Insel-Expedition letzte Woche gemacht. Ich habe letzte Woche, weil es gab so einen Buff, dass man für jede World Quest 50% mehr EP kriegt. Ich habe hier auf Kultiras alle World Quests über 5, 6, 7 Tage lang gemacht. Und das sind viele, ne? Das sind irgendwie so 20, 30 Stück, je nachdem, ob man die am Vortag gemacht hat. Und ja, da habe ich jetzt ordentlich Ruf gefarmt, habe die auf ehrfürchtig geballert und ich müsste auch eine Paragon-Kiste haben. Ich habe jetzt bei dem Char tatsächlich meine Add-ons aus, deswegen muss ich jetzt mal gucken, wo die Kiste ist. Das müsste die hier sein und ich hoffe, die Glyphe ist da einmal drin. Nice, die ist auch drin. Dann müsste ich jetzt Inschriftenkundler fertig sein.
Oder ist das das Richtige? Altgebundenen. Ja, das müsste passen. Ja, sehr schön. Dann habe ich die Altgebundenen weg, muss ich nicht mehr farmen. Sturmwacht ist weg, muss ich nicht mehr farmen. Und Sarah Mortis, zumindest mit dem Priester für das Inji-Teil, muss ich auch nicht mehr farmen. Bedeutet, ich müsste jetzt eigentlich nur noch Sarah Mortis mit Main machen, um quasi noch die Quest zu bekommen fürs Mount. Ne, also den Plan, das habe ich noch offen. Und ja, dann gibt es nur einen von diesen Umhängen, die ich da noch holen müsste. Aber wie gesagt, das kannst du auch mal hart kaufen, das ist kein Stress. Wäre eigentlich ganz nice, wenn ich das wegkriege. Sind zwar immer nur 3 Dailies am Tag zu machen, also nicht viel Aufwand, aber klar, das summiert sich natürlich über die Zeit auf. Gut, also das war auf jeden Fall ein sehr ergiebiges Opening. Und ja, dann sehen wir uns wieder, wenn ich die nächsten Kisten aufmache. Da wird es wahrscheinlich dann mit Main sein, Terra Mortis plus Wilde Jagd, dass ich vielleicht dann auch noch die Soul Shape bekomme. Und ja, dann sehen wir uns gerne wieder. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.